Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eldarin zu einem neuen Part. Einmal Crossing New Leaf mit dem Zwergenfürst. Wir machen heute ein kleines Themenvideo. Ja, wir machen ja in jedem Themenvideo einmal Crossing hier fast das gleiche. Wir ernten hier die Bäume ab. Deshalb werden wir es heute mal nicht machen. Wir werden heute mal zum Steg gehen und dort mal in das Wunderland hier fahren. Wie war das noch gleich hier? Wie hieß denn das? Da kann man hier mit dem Fratz hier mitfahren und auf der Insel was machen. Verfrachten hier mal in die Abholkiste Sachen. Ja, heute möchte ich mit euch mal über ein Thema reden, das auch, wenn ich mich nicht komplett irre, einigermaßen aktuell ist gerade und damals vor einem halben Jahr gab es da mal ein Video zur Bundestagswahl, da habe ich auf den Wahlomat reagiert oder nein, ich habe den Wahlomat gemacht, ich habe ein Video zum Wahlomat gemacht und da habe ich zu einer These gesagt, ich wäre doch gegen die Legalisierung von Drogen. Kontrollierter Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein. Ihr könnt mich für diese Antwort jetzt hauen, treten und hassen und ja, totschlagen, aber ich stimme nicht zu. Wenn ihr wollt, dass ich mal dieses Thema in einem extra Video irgendwo behandle, drückt mich nach oben. Und ja, darüber möchte ich mit euch ein bisschen debattieren, auch gerne in den Kommentaren. Möchte ich heute mit euch ein bisschen sprechen. Ihr könnt dann in den Kommentaren darauf antworten. Bitte, bitte, bitte bei diesem Thema unbedingt antworten in die Kommentare. Ja, es klingt wieder nach Gebettele, aber ja. 1000 Sterni für eine Reise nach Insel, nach Insel, ja, genau. Dann fahren wir mal los. Okay, 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 ich muss den Krempel erstmal weglassen. Ah, okay, ich springe von selbst rein. Ah, schön, schön. Los geht's, auf hohe See. Na denn, machen wir heute mal was anderes als Obst sammeln. Zum Themenvideo. Joa, ich war nämlich letzte Woche mal in Berlin und hab da eine. Ich war mal wieder in Berlin und hab dort eine Führung miterleben dürfen zum Thema. Ja, zu diesem Thema halt, zum Drogenkonsum und zu illegalen Drogen, die halt in Berlin doch sehr oft genommen werden, sagen wir es mal so. Grüße gehen hierbei raus mal an den lieben Gruppenführer, Gruppenanleiter von, Gruppenführer darf man ja nicht mehr sagen, ein Gruppenanleiter von der Berliner Schnauze war es, genauso. Ja, war eine schöne Führung und das hat mich jetzt verleitet, da mal endlich nach einem halben Jahr zu diesem Thema zu kommen und mal ein Themenvideo darüber zu drehen. Genauso. Land ist in Sicht. Dann legt mal bitte an. Ich möchte zum Thema kommen. Ich werde mit den Punkten, die pro Drogenlegalisierung sind, anfangen, um dann halt mit meinen Punkten kontra Drogenlegalisierung zu kommen und die Pro-Punkte zu entkräften. Ja. So werde ich dann mal ein bisschen argumentieren. Ja, hier ist die Vorhalle. Gerade die Butze von der Insel. Ja, ganz schön. Können wir mal ein bisschen was machen. Auch draußen auf der Insel ein bisschen rumspazieren. Ja. Pro
Drogenlegalisierung, was gäbe es da? Ich habe jetzt so einen kleinen Zettel vorbereitet. Ja, hier habe ich einen Punkt aufgeschrieben. Da steht mal, Handel kontrollieren. Ja, das ist ein schöner Punkt. Mit der Legalisierung von Drogen würde es mit Sicherheit auch leichter fallen, den Handel von Drogen zu kontrollieren. Also sprechen wir jetzt mal über das Thema, über die Droge Gras oder auch halt Marihuana. Die wird auch in Berlin und auch in Deutschland sehr offen, sehr gut und trotzdem illegal vertickt. Und ja, diesen Handel kann der Staat aktuell nicht sehr gut kontrollieren, und weil es halt einfach auf dem Schwarzmarkt passiert und da der Staat halt keine Sicht drauf hat und keine Kontrolle. Mit der Legalisierung würde sich das sofort legen, also wenn, nein, es wird sich nicht sofort legen, aber man könnte es besser kontrollieren. Es würde natürlich immer noch, illegales Marihuana geben. Ich glaube eher weniger, weil man es legal bekommen kann, würde zumindest der legale Markt sterben. Weil ja, wer besorgt sich noch kriminell da irgendwelche Sachen, wenn das halt legal auf der Straße kaufen kann? Wenn es Marihuana-Läden so wie in Amsterdam halt auf der Straße gäbe, wenn du halt dir in Coffeeshops Zeug kaufen könntest, dann ja, bräuchst du, glaube ich, keine Angst mehr zu haben, wenn du dir halt da irgendwie was Illegales besorgst von so einem Händler. Das ist höchstgradig illegal und es gibt da Orte auch in Berlin, wo man sich das holen kann. Das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Haben wir auf der Tour durch Berlin gezeigt bekommen. Die Stellen, wo da ordentlich vertickt wird. Ja. Die Musik passt sehr schön im Hintergrund. Ja. Illegale Sachen sind nie schön. Das war noch nie eine schöne Sache. Und dafür sowas verfolgt zu werden, das ist, glaube ich, nicht die beste Erfahrung, die man machen kann. Sollte man auch nicht illegal machen. Also, liebe Kinder. Aber ihr versteht, was ich meine. So. Vom Aspekt her wäre das dann, würde es zumindest die Beschaffungskriminalität senken können. Da sind wir schon beim nächsten Punkt. Beschaffungskriminalität senken können. Ja. Wenn es das, wie schon gesagt, an jeder Ecke zu kaufen gäbe, wenn man das legal kaufen könnte, würde es auch bedeuten, ja, keine Sau beschafft sich das mehr kriminell auf irgendeinem Schwarzmarkt im Untergrund und riskiert dafür Kopf und Kragen, geschweige denn in den Knast zu kommen und halt irgendwie dafür von der Polizei gefasst zu werden und halt irgendwie aufzufliegen. Das wäre ja Schwachsinn, wenn du da irgendwie, ja, dich dafür in die Bresche wirfst, wenn es halt legal irgendwo im Laden gibt. Drogen wären auf dem Schwarzmarkt natürlich gestrickt. Du kriegst da keine reinen Drogen, keine sterilen und schönen Drogen, sondern kriegst da, wenn du Glück hast, eine ordentlich gemischte Droge. Brauchst du halt nicht mehr gestreckten Scheiß von der Straße zu kaufen, um wieder zu dem Punkt zurückzukommen. Es dreht sich eigentlich alles im Kreis. Merkt's schon. Zu den Jobs. Ja. Ich sag mal ein Beispiel, in Coffeeshops kriegst du ja auch normalen, also in der Regel, ja, in der Regel. Es gibt natürlich auch Coffeeshops, die Scheiße verkaufen und ja, aber in der Regel ist das doch so, wenn du zum Beispiel bei einem Coffeeshop dir einen Kaffee bestellst oder einen Kakao halt, dann kriegst du doch vernünftige Ware, die halt auch eine gewisse Qualität hat und dann auch, ja, die man dann auch trinken kann. So wäre das dann auch bestimmt in dem Aspekt,
Marihuana und Gras sind Synonyme, ja. Auch eine Pro-Sache, die jeden Menschen in der Regierung und in der Politik freuen wird. Es gibt Steuern. Ja, die Steuern würden zweifellos erhöht werden. Es gibt eine Steuer auf Marihuana. Es gäbe eine Grassteuer. Ja, eine Grassteuer. Eine Alkoholsteuer gibt es schon, eine Tabaksteuer gibt es auch. Da verdient der Staat ordentlich mit. Und da wäre auch mal wieder eine ordentliche Einnahmequelle für den Staat. Man könnte Sachen finanzieren. Ja, der Staat sorgt ja auch dafür, dass das dann alles läuft. Akzeptanz von Abhängigen, um zum nächsten Punkt zu kommen, die ist ja heutzutage dank der Politik, die wir aktuell haben, doch relativ gering. Man merkt es in den Medien oder so in Nachrichten oder in Politik generell. Das Einnehmen von Drogen, das ist doch sehr verschrien, doch eher weniger als Krankheit angesehen, als doch als, ja, als böse Tat, als kriminelle Machenschaft. Ja, kriminelle Machenschaft statt Krankheit. Und das würde durch eine Legalisierung ganz klar sich auch deutlich verändern. Es wäre akzeptiert, was legal ist, ist akzeptiert. Es wird ja auch, um ein Beispiel zu nennen, es ist ja auch akzeptiert, dass du Alkoholiker bist, dass du trinkst, dass du den Zigarre holst und da ein bisschen was paffst vor dem Rauchereck. Ist völlig in Ordnung, ist völlig akzeptabel, ist heutzutage, macht das fast jeder. Also das ist akzeptiert in der Gesellschaft. Auch das würde sich auf den Drogenkonsum übertragen. Wenn Drogen legalisiert wären, würde das dann auch irgendwann, ja, wie soll ich sagen, eine Akzeptanz bekommen, würde das seine Akzeptanz erlangen. Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zu den Kontrapunkten. Da habe ich auch so einige aufgeschrieben. Ein Swimsuit angezogen, kann ich mal ins Wasser hinein, ein bisschen planschen hier im Wasser, können wir mal eine andere Ebene erkunden. Ja, die Kontrapunkte, da sind meine lieben Kontrapunkte. Vorhin haben wir über die Akzeptanz, also gerade eben haben wir über die Akzeptanz gesprochen, dass die Patienten vom Drogenkonsum in der Gesellschaft auch mehr akzeptiert wären, wäre es denn legal. Da tauchen wir mal ab hier. Und da kommen wir zum Kontrapunkt der Sache. Ja, die dunkle Seite der Münze. Ja, die Akzeptanzgrenze würde sich denn auch dann nämlich auch sehr stark verschieben. Es wird halt, ja, wie ich schon vorhin gesagt, es ist halt akzeptiert. Man sagt sich, ja, ist halt legal, wird halt gemacht. Es ist, ja, kann man machen. So ist es aktuell bei dem Alkohol, zum Beispiel bei Alkoholkonsum. Wird gemacht, ist akzeptiert, ja, denkt man sich auch nicht weiter was, ja, ab und zu mal ein Glas oder so als Volljähriger natürlich, so ein bisschen ab und zu mal so ein bisschen zu einem Fest mal so ein bisschen und was zum Trinken, so mal ein bisschen was saufen, auch auf der Party mal so ein bisschen was einschmeißen, ja, ist ja nicht außergewöhnlich, gibt's, ist ja nichts, was von der Welt ist. Der Punkt würde sich ja dann auch in Richtung Drogenkonsum verlegen. Sagen wir mal, ein Gras wäre legal. Ja, würde man sich auch dann irgendwann mal denken, ja, ist halt legal. Nehme ich halt mal ein bisschen. Ja, wieso nicht? Ist halt
Ich muss mir ja nicht mehr teuer beschaffen. Ich muss mir nicht mehr den gestreckten Scheiß von der Straße holen. Ja, ich gehe mal in den Shop und besorge mir mal was. Ja, ich brauche halt mal ein bisschen was, um runterzukommen. Mache ich mal so ein bisschen. Ja, natürlich die Kriminalität von der Drogenbeschaffung aus würde sehr stark sinken, aber Kriminalität, denken wir mal da ein bisschen daran, wenn man Drogen nimmt, das kann auch anders wirken, ja, Alkohol wirkt auch auf verschiedene Art und Weise bei verschiedenen Menschen und Kriminalität würde dadurch auch ansteigen, dass auch Leute Drogen nehmen und dadurch dann kriminell werden, weil sie halt unter Drogenrausch im Rauschzustand Sachen machen, die sie im nüchternen Zustand, ja, würde man dann sogar fast nüchtern nennen, nüchternen Zustand dann nicht tun wollen. So ist es beim Alkohol. Ja. Alkohol, wenn du besoffen bist, dann machst du Sachen. Ja. Und wer schon mal besoffen gewesen ist, der kann mir das bestätigen, wenn du unter Alkoholrausch stehst, unter Alkohol, im Alkoholkonsum bist, dann ja, machst auch manchmal große Scheiße, um es so auszudrücken. Uiui, da geht uns die Luft aus. Wieder auftauchen. Ja. Die Hemmschwelle natürlich, ja, die Hemmschwelle. Die würde beim Drogenkonsum dann sehr stark sinken. Ja, ist nicht mehr illegal. Du brauchst keine Angst mehr zu haben, dass du das besorgst. Du brauchst keine Angst mehr haben, dass die Polizei dich aufgreift und dich in der Gittern bringt. Ja. Manche, die sich bis heute noch nicht getraut haben, sich da was zu besorgen, weil es halt illegal ist. Ich will auch nicht mein Leben im Knast verbringen. Ich habe Besseres zu tun. Ich möchte dann noch ein ordentliches Leben weiterführen, ich möchte einen Beruf erlernen, möchte eine Karriere vielleicht im besten Fall haben und ordentlich, ja, meine Freiheit leben. Und da möchte ich nach Möglichkeit bitte nicht im Knast sein. Und ja, das hat einige schon daran gehindert, sich sowas zu beschaffen und auch sowas zu nehmen. Und wäre es legal, ja, dann wieso nicht, sag ich jetzt mal so. Also stellt sich die Frage, wieso nicht, wenn du das doch in jedem Coffeeshop an der Straßenecke besorgen kannst, wenn du dir einfach mal so einen Schub besorgen kannst. Ja, früher war es illegal, da hätte man sich's nicht getraut, aber ja, jetzt wo es legal ist, traut man sich das doch viel mehr. So ist es, ja. Es gibt auch, glaube ich, ein paar Länder in dieser Welt, da ist der Konsum von Alkohol illegal. Ja, auch eine Möglichkeit, kann man auch so machen in der Politik. Städten, Leute im alkoholisierten Zustand, die sich dort besoffen an Ecken rumlungern und da, ja, kein sehr schönes Bild abgeben und denkt gar nicht, das wäre jetzt mit anderen Drogen anders. Ja, da würde sich da nicht viel ändern, da würde sich nicht viel nehmen. Ja, mehr Polizeiaufwand, ja, natürlich müsste da mehr Polizeiaufwand gemacht werden. Natürlich, man müsste das alles kontrollieren. Der Staat müsste das, wenn es legal wäre, auch durch die Exekutive, die Polizei, dann durchaus kontrollieren lassen.
müsst ja, die Coffeeshops dürften ja halt dann nicht irgendwas verkaufen. Die müssen dann auch schon ordentlichen Zeugs verkaufen. Dürftest du dann halt keine gestreckten Sachen verkaufen, wie. Ja. Das ging dann nicht mehr so. Da müsste dann natürlich auch der Staat seine Kontrollen durchführen und das würde auch Polizeieinsatz kosten und ja, die Polizei wäre wieder beschäftigt. Die hätte was zu tun. Ja. Und das haben wir hier als Punkte gegen die Legalisierung von Drogen. Das waren so die Punkte, die ich hier auf der Liste habe. Gerne auch eure Meinung dazu packen. Was meint ihr zu diesem Punkt? Was ist eure Meinung? Ich habe jetzt ein paar Pro-Punkte vorgetragen, ein paar Kontrapunkte. Die Kontrapunkte liegen mir so ein bisschen mehr. Also ich bin, kann ich jetzt mal in diesem Video eine Meinung sagen, ich bin oft doch nicht der, der seine Meinung sagt. Ich bin kein Fan davon, seine Meinung als YouTuber zu sagen. Das sollte da doch eigentlich nicht sein. Aber hier an dieser Stelle einmal meine Meinung. Ich finde, Drogen sollten doch, also Drogen sollten nicht legalisiert werden, um es auf alle zu sagen, um halt auf die ganzen Drogen zu spezialisieren. Ja, würde auch heißen, wenn du halt heute Marihuana legalisierst, wird morgen über die Legalisierung von Heroin geredet und übermorgen über die Legalisierung von Kokain. Es ist halt, ja, wo ist die Grenze, wo sagt man, hören wir auf, wo, also was, ja, die Grenze würde sich auch verschieben, wann, ja, wann, wo fängt man auf, was sind legale Drogen und nicht legale Drogen? Das würde sich mit der Legalisierung einer neuen Droge komplett verschieben. Also das ist jetzt auch schon beim Thema Alkohol jetzt. Also heute sagt man, Alkohol ist legal, Marihuana ist illegal. Später ist dann Marihuana legal und Heroin illegal. Und dann, ja, denkt man darüber nach, wieso nicht Heroin auch noch? Und warum nicht Kokain auch noch? Warum nicht das noch und das noch? Warum nicht dies und jenes noch? Ja, ich finde, also für meine Begriffe, mir kommt das nicht in die Tüte. Also, ich sage immer den schönen Satz über meinen Standpunkt dieser Sache. Wir brauchen keine neue Droge. Wir haben genug. Wir müssen uns um die existenten Drogen kümmern. Wir müssen uns um die aktuellen da gewesenen Drogen kümmern, also versteht ihr, um die schon existieren. Da gibt es zwei große, starke Drogen, die aktuell legal genutzt werden. Alkohol und ja, so, Rauchen und Trinken. So ist es. Ja, doch radikalen, aber ja, wie soll ich sagen, strikte Meinung, dass ja, wir lieber darüber debattieren müssten, ob man nicht doch den Konsum von Alkohol zum Beispiel mal ein bisschen regulieren könnte oder ob man da mal so ein bisschen was macht. Ja, ist klar, es gibt da einige, die trinken ganz gerne und finden das auch sehr schön, mal ein bisschen was sich zu benebeln und da ein bisschen Alkohol zu haben. Aber ja, wie sowas Neues anschaffen, wenn man Probleme mit dem Alten hat. Wir müssen die Probleme vom Alten bekämpfen. Wir müssen gucken, wo wir mit den Säufern und Alkoholikern hinkommen, die sich verwahrlosen lassen und daran sterben. Das gibt es aktuell sehr, sehr viel. Also das soll man nicht vernachlässigen. Man sollte nicht einfach das in den Wind schreiben und sagen, ja, ist ja nicht so wild, ist ja nicht so schlimm. Doch, 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 das ist durchaus sehr wild. Also, wenn man sich mal ein bisschen informiert.
der Alkoholkonsum, der ist nicht harmlos zurzeit. Also das nimmt schon aktuell ein Ausmaß an. Der ist nicht angenehm. Ja, ich würde lieber an dieser Baustelle bauen als an der Baustelle Legalisierung von neuen Sachen. Neue Sachen bringen neue Probleme. Und ich mag keine Probleme. Schaffen wir die aktuellen Probleme ab und ja, neue brauchen wir nicht dazu noch obendrauf. So ist es, so ist es. Ja, so ist meine Meinung. Sagt mir eure Meinung, wenn es eine andere ist oder wenn es dieselbe ist. Gerne in den Kommentaren. Ich diskutiere immer wieder mit. Ich antworte auf jeden Kommentar. Ich kann mich da gerne in den Kommentaren auslassen und ich bin offen dafür, gerade bei diesem Thema. Haut mich an, sagt mir. Ich sehe das aber anders. Das ist aber unbedingt anders zu sehen. Das muss so und so gemacht werden. Dann können wir diskutieren, aber bitte, bitte bei Diskussionen immer sachlich bleiben. Dankeschön. Ja, die Sachen hier aus dem Korb hole ich mir später ab. Das war eine kleine Diskussion hier. Nein, das war ein kleines Vorträgchen von mir halt. So ein bisschen Vortrag, Verniedlichung, Vorträgchen. Das war ein kleines Vorträgchen zum Thema ja, Legalisierung von Drogen, Pro und Contra. Bildet euch eure eigene Meinung. Ich habe euch meine Meinung am Ende jetzt gesagt. Pro- und Kontrapunkte habt ihr. Habe ich heute vorgetragen. Macht was draus. Ich finde es generell sehr schlimm, wenn jemand nur schreit, ja, ich bin genau deiner Meinung. Ich sehe das ganz genau so. Und nicht anders. Alle deine Punkte sind perfekt. Du siehst das genau richtig. Und nicht anders geht's. Du sollst dir deine eigene Meinung bilden, verdammt. Du sollst dir einen Kopf machen und gucken, wie du selbst Gründe findest und selbst dir deinen... Mach dich selbstständig und mach dir eine eigene Meinung. Ja. Ein Däumchen nach oben, sollte euch dieses Video gefallen haben, lasst doch ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja nicht das nächste Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut drinne. Bis zum nächsten Video mit dem Zwergenfürst. Man sieht sich. Ciao, ciao. Marihuana illegal und Heroin illegal. Quatsch, und Heroin legal. Quatsch, nein, 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 nein. Später ist dann... Und ich sag, Kinder, kommt, wir müssen den Eltern was sagen und das geht. Hey.